Grüß euch, ich bin der Christian Lanner. Zusammen mit meiner Familie bewirtschafte ich den Körnerhof in Golling. Wir züchten auf unserem Betrieb Hochlandrinder. Das Hochlandrind bietet ein ganz besonderes Fleisch und heute zeige ich euch warum. Im Herbst, Winter und Frühjahr sind die Tiere bei uns um den Hof herum und fressen ausschließlich unser Bio-Heu, das wir im Sommer produzieren. Wir versuchen bewusst bei der Heuqualität einen Schwerpunkt zu setzen, weil man das auch in weiterer Folge bei der Qualität vom Fleisch erkennt. Warum schmeckt man das Heu im Fleisch? Wenn man über die Wiesen geht und das Heu einmal riecht, was da Kräuter, Gräser und sonstige Blumen drinnen sind. Und wenn man sich vorstellt, dass sich der Geschmack von einem Heu ins Fleisch übertragt, dann kann das nur ein Spitzenprodukt werden. Ja, und im Sommer, was machen wir im Sommer? Im Sommer geht es mit unseren Rindern auf die Alm. Und zwar betreiben unsere Rinder auf die Hürriedelalm in Blontautal in Golling. Die Alm liegt auf 1700 Meter Seehöhe, was den Auftrieb natürlich erschwert. Die erste Etappe bis auf 1400 Meter Seehöhe erfolgt über 7,5 Kilometer lange Forststraßen. Da kann man mit dem Traktor fahren. Die zweite Etappe über 300 Höhenmeter erfolgt durch einen 1,5-stündigen Fußmarsch über schwierigstes Gelände. Die Rinder kann man da nicht einfach auftreiben, wie es jetzt sonst auf anderen Alpen gemacht wird, sondern müssen einzeln geführt werden, weil es einfach sonst viel zu gefährlich wäre, dass ein Rind irgendwo abstürzt. Damit das alles reibungslos funktioniert, unterstützt mir die Familie, einige Freunde und einige Helfer, damit die Tiere alle sicher oben ankommen. Warum tut man sich das an, dass man die Rinder auf so einer Alm auftreibt? Einer der Gründe ist die Fläche. Die Alm hat 120 Hektar und jedem Rind steht eine Fläche von 5 Hektar zur Verfügung. Auf dieser Fläche bietet sich eine riesen Futtervielfalt an. Jedes Rind kann sich selber die besten Kräuter, Gräser, Sträucher, Blumen aussuchen und in ausreichender Menge fressen. Man kann sagen, die Rinder leben den ganzen Sommer im reinsten Paradies. Im Herbst, wenn die Rinder retourkommen, merkt man einfach, dass die Tiere eine unglaubliche Fitness haben. Und wenn man sich das Fleisch anschaut, die Farbe, die Marmorierung, den Geruch, dann weiß man, dass man ganz was Hochwertiges in der Hand hat. Das Fleisch der Hochlandrinder gibt es in keinem Supermarkt, das könnt ihr nur direkt bei mir oder meinen Züchterkollegen beziehen.